habe hier verschiedene Wassertankpinsel unterschiedlicher Hersteller und ich möchte heute zeigen, worauf es ankommt bei einem Wassertankpinsel. Ganz wichtig bei einem Wassertankpinsel ist, dass er ein Ventil hat. Das ist zum Beispiel bei diesem hier nicht der Fall. Wir haben hier kein Ventil und auch hier nicht. Und wenn wir hier reinschauen, sehen wir, dass die Pinselspitze einfach nur mit einem feinen Plättchen eingesetzt ist. Das heißt, es kann uns ganz leicht passieren, dass uns der Pinsel herausfällt und damit der Wassertankpinsel unbrauchbar wird. Also es ist darauf zu achten, dass wir einen fest integrierten Pinsel haben und ein Ventil, damit uns das Wasser nicht einfach unkontrolliert aus diesem Wassertankpinsel herauskommt. Natürlich den Vorteil, dass er hier extrem günstig ist. Nachteil, und der ist in dem Fall wesentlich größer, dass er eben nicht so brauchbar ist. Die anderen Wassertankpinsel haben Ventile, die ich hier liegen habe. Und die lassen sich alle vorne aufschrauben. Hier ist der Pinsel fest verankert. Wir kriegen ihn nicht hinaus. Ist ein breiter Pinsel. Und hier oben ist die Öffnung, um das Wasser aufzunehmen, um es langsam herauszugeben. Und hier haben wir praktisch das Gegenstück von dem Ventil, damit es sich einfach dosieren lässt. Dieser Wassertankpinsel unterscheidet sich zu dem anderen über den Tank, der sich hier ganz leicht auffüllen lässt. Und zwar geben wir dafür einfach hier rein und ziehen hier hinten hoch. Und damit nehmen wir das Wasser in den Wassertankpinsel auf. Dosiert wird er dann über das Abgeben hier in den Tank, indem wir hier diesen Druck aufbauen und in der Seite kurz pressen. Ein sehr tolles Feature, was wie gesagt das Auffüllen extrem einfach macht. Diese drei sind von zwei unterschiedlichen Herstellern, und zwar links. Der ist von Yasutomo und die beiden anderen, der hellgrüne und der gelbe, von Zig. Die haben beide das Ventil hier in diesem Tank und müssen über eine Pressfunktion mit Wasser gefüllt werden. Dafür gibt man den Stift hier rein, presst ihn zusammen, lässt ihn langsam auseinanderziehen und nimmt so das Wasser in den Pinsel auf. Auch hier ein kleines Gegenstück für das Ventil und auch hier wird das Wasser über die Pressfunktion in die Pinselspitze gegeben. Das ist ein feiner Pinsel, den ich hier habe. Hier kann man es noch einmal besser sehen. Es ist ein feiner und ein Large Pinselspitze. Und auch hier über die Pressfunktion wird das Wasser abgegeben und der Pinsel angefeuchtet. Wasseraufnahme ist auch hier identisch. Wir haben das Ventil hier in dem Tank und auch hier wieder das kleine Gegenstück für die Dosierung. Gleiche Pressfunktion zum Malen. Dann haben wir noch den Wassertankpinsel von Pentel.
Da haben wir eine Öffnung, wie bei dem ersten Wassertankpinsel, den ich dir gezeigt habe, um das Wasser aufzunehmen. Hier können wir ganz einfach unter den Wasserhahn gehen, um das Wasser aufzunehmen. Auch hier haben wir im Ventil, das Ventil im Stift hier unten drin. Wir können ihn hier wieder gut zumachen. Ich habe hier einen ganz feinen. Und das Wasser wird dann hier in den Tank abgegeben. Und wir haben hier unten das Ventil, was dann zum Dosieren unseres Wassertankpinsels oder unseres Wassers bereitsteht. Lässt sich sehr schön mitmalen und hat auch eine ganz einfache Methode zum Auffüllen. Ich setze meine Wassertankpinsel mit jedem Farbmedium ein. Wichtig dabei ist, dass sie im Anschluss gut gereinigt werden und gut ausgewaschen oder ausgemalt werden. Ich habe jetzt hier zum Zeigen mal verschiedene Farbmedien, eine Acrylfarbe, eine Aquarellfarbe, ein Distress Crayon, ein wasserlöslicher Wachsmalstift und ein Acrylmarker. Ich beginne mal mit der Aquarellfarbe. Ich nehme mein Wassertankpinsel und kann ihn hier über die Fläche die Farbe aufnehmen und entsprechend vermalen. Und das Wasser fließt langsam nach, sodass ich hier ganz zarte, pastellartige Töne habe. Ich kann natürlich auch meine Farbe hier direkt aufbringen und dann anfangen, diese Farbpigmente zu lösen und entsprechend vermalen. Und du siehst schon, während ich hier runtergehe, dass der Farbton immer blasser wird und damit auch mein Pinsel gereinigt wird. Das gleiche mit dem Distress Crayon. Auch hier lässt sich die Farbe sehr schön mit dem Wassertankpinsel vermalen und aufnehmen und ausziehen. Je nachdem, welches Farbmedium wir nehmen, sind die Farben wasserlöslich. Und auch hier können wir über den Pinsel die Farbe aufnehmen und entsprechend aufs Papier bringen, zum Kolorieren einsetzen. Zum Auswaschen einfach die Pinselspitze hier eintauchen, über ein Tuch abwischen und fertig ist die Reinigung. Acrylfarben sind auch wasserlöslich, solange sie noch feucht sind. Das heißt, auch hier kann ich meine Wassertankpinsel zum Ausmalen und Aquarellieren der Acrylfarbe einsetzen. Gleiche Reinigung. Bei Acrylfarbe ist es noch wichtiger, den Pinsel hinterher gut zu reinigen, weil wenn die Farbe einmal an unserer Spitze getrocknet ist, ist Acrylfarbe wasserfest in der Regel, sodass es schwierig wird, den Pinsel zu reaktivieren. Auch hier einfach auswaschen oder das Wasser aus dem Pinsel nachgeben, wenn man unterwegs ist. Einfach hier drücken, Wasser aufs Tuch geben und ausmalen. Auch mit dem Acrylmarker die Farbe aufbringen und einfach vermalen. Also ich finde Wassertankpinsel unerlässlich. Man kann die Farben auch mischen, übereinander legen, auch lasieren, wenn die Farbe trocken ist. Dann löst sich die Aquarellfarbe nicht mehr so, dass ich hier dann auch mit meinem Wassertankpinsel die Farbe über meinen grünen Farbton legen kann und somit eine Lasur erstelle. Wieder gut reinigen oder stark ausmalen. Siehst, man kann ihn auch komplett ausmalen
dann ist auch der Pinsel wieder gereinigt und wir können es für andere Sachen benutzen. Eine andere Variante sind zum Beispiel auch Perfect Pearls. Da nimmt man auch ein wenig von dem Pigment auf und gibt es hier zum Malen auf die Oberfläche. Wir können sie natürlich auch ein wenig hier aufstäuben und dann entsprechend vermalen. Wichtig ist, dass wenn man mit Farbpigmenten arbeitet, nicht mit der Feuchtigkeit komplett reingeht, sondern einfach irgendwo am Rand bleibt, entweder außen oder innen, die Farbe aufnimmt und dann zum Kolorieren einsetzt. Ich finde, der Wassertankpinsel ist ein unverzichtbares Werkzeug. Man sollte davon auf jeden Fall einen besitzen. Du siehst, ich habe mehrere. Ich habe, wenn ich unterwegs bin, immer einen Wassertankpinsel dabei, weil er sich einfach wunderbar macht. Und wie gesagt, wir haben hier die verschiedenen Varianten. Die Pinsel sind aus Kunststoff, behalten die Form, und wenn sie dann irgendwann doch mal ein wenig, je nachdem mit welchem Farbmedium wir gearbeitet haben, dann nachlassen, muss man sie wie jeden anderen Pinsel auch auswechseln. Aber sie halten wirklich lange. Ja, das war mein Beitrag zum Thema Wassertankpinsel. Ich hoffe, es hat dir ein wenig weitergeholfen, auch die Wahl der verschiedenen Wassertankpinsel oder bei der Auswahl der verschiedenen Wassertankpinsel zu helfen. Wie gesagt, mit am einfachsten aufzufüllen ist der von Pentel. Aber ich bin seit vielen Jahren mit den Kotake und den Zigpinseln unterwegs. Der Waterbrush mit diesem aufziehbaren Wassertank, der war bei den Gelatos dabei, in dieser Geschenkbox, damit man, wenn man mit diesen Farben malt, sie auch gleich mit Wasser vermalen kann. Ja, ich danke dir fürs Zuschauen. Wenn du noch Fragen hast, hinterlass einen Kommentar. Ich beantworte deine Fragen gerne. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage Tschüss, bis bald.